Sie haben ein Bild gebracht, Herr Egloff, von einer Frau, wie hieß es genau, irgendwie, man schickte mich zu zahlreichen Spezialisten, niemand hatte den Blick aufs Ganze. Sind das, habe ich das richtig mitbekommen, etwa 20-40% waren das diese Entweder-Oder-Fälle? Oder wie vielen Leuten sagt man, passiert das etwa so? Danke. Also diese Zahl 20-40%, die stammt aus den Leitlinien, S3-Leitlinien über funktionelle Störungen aus Deutschland. Und diese Ziffer besagt, dass 20-40% der Patientinnen und Patienten in der Grundversorgung nicht in eine dieser Türe passen, also der somatischen Türe oder der psychiatrischen Türe. Und das sind, wie gesagt, funktionelle Störungen. Und dann passiert das, was Sie mit dieser Frau assoziieren, dass die Leute sich nicht verstanden fühlen und von Tür zu Tür gehen, Drehtüren erleben, weil dieser Zwischenbereich, der die beiden Perspektiven zusammenbringt, noch zu wenig betont ist und zu wenig gelebt ist. Sie haben uns ausgeführt, Herr Matwig, auch das war ja spannend, das zu sehen. Eben, mir ist es noch so geblieben, man hat einen starken Fokus auf die Krankheit und weniger auf die Gesundheit. Genau. Und das hat erstmal wissenschaftliche Gründe, wie Sie haben die Geschichte ganz kurz skizziert. Ergänzend würde ich sagen, zu Ihrer Perspektive gehört noch die Erfindung der Naturwissenschaften, also der objektivierende Blick. Das ist die eine Sache. Und das zweite ist natürlich die Ökonomie. Wenn wir uns anschauen, die WZW-Kriterien, also Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, orientieren, brauchen natürlich feste Richtwerte. Und diese Richtwerte lassen sich sehr einfach bestimmen, wenn wir einen Krankheitszustand haben, einen Sollzustand kennen und diese Differenz bzw. die Bewegungen zwischen diesen beiden Polen sehr gut evaluieren können. Das, was ich Ihnen erzählt habe, ist im Grunde genommen eben kein medizinischer Begriff von Gesundheit. Und meine, wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten, würde ich den Advocatus Diaboli spielen und sagen, Sie als guter Arzt haben keine Ahnung von Gesundheit. Also ein bisschen haben wir noch. Würde mal versuchen, das durchzuspielen, wie weit ich komme. Wahrscheinlich würde ich verlieren, aber ich würde es versuchen. Machen Sie mal ein bisschen. Schlicht und einfach, weil die Gesundheit eben ein nicht in medizinischen Begriffen und Kategorien zu fassende Qualität des Menschseins ist, wo die Medizin sicherlich einen sehr wichtigen Beitrag leistet. Aber es gibt in den USA, die sind ja immer so ein bisschen voraus in den Diskussionen, eine ganz spannende Diskussion, ob es möglich sei, gleichzeitig krank und glücklich zu sein. Oder krank zu sein und sich gesund zu fühlen. Ich hatte das Beispiel, und Sie werden es, glaube ich, auch noch diskutieren, über Neurodiversity, wo es eine total spannende Diskussion darüber gibt, ob Asperger-Syndrom oder Autismus, ob das Krankheiten sind oder soziale Lebensformen. Da werden wir später noch drauf kommen. Und wir haben hier Exponentin, die sehr stark für die, Sie sind beide vorn, die sehr stark für die zweite Variante plädieren. Da werden wir noch drauf zu sprechen. Die USA ist da immer so ein bisschen voraus, weil sie einfach eine sehr starke Zivil- und Bürgerrechtsbewegung hat. Aber das zeigt ja, dass wir im Grunde genommen, wie stark unsere Krankheitsverständnisse kulturell bedingt sind. Und ich würde sogar sagen, Sie haben auch etwas Kolonialistisches, wenn wir das mal aus einer historischen Perspektive und aus einer medizinkritischen Perspektive ansehen würden, dass es natürlich eine Leitkultur gibt und auch eine Leitgesundheitskultur und auch Leitgesundheitsverständnisse. Und was ich noch, eins will ich noch sagen, weil es vielleicht die anwesenden Damen und Herren von der Krankenversicherung irritieren würde, dass er da, oh Gott, was jetzt alles noch Krankheit werden kann, wer soll das bezahlen? Es geht eben darum, diese Krankheitsbegriffe und Gesundheitsbegriffe aus diesem medizinischen Monopol herauszunehmen. Okay, und das hat auch finanzielle Konsequenzen natürlich. Was bedeutet das jetzt aus dem medizinischen Monopol? Entschuldigen Sie, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Liegt drin. Es bedeutet, dass wir, dass es bestimmte Aspekte von Gesundheit und Krankheit gibt, die natürlich von der Medizin behandelt werden. Wenn ich hier mit einem Beinbruch auftauche, dann sehne ich mich nach nichts mehr als eine Ärztin oder einem Arzt, der das irgendwie gerade biegt. Es gibt aber viele Aspekte, die, wenn man die WHO-Definition nimmt von Gesundheit, also dieses Wohlbefinden in einem umfassenden Sinn, die eigentlich nicht von der Medizin geleistet werden können und deshalb auch von keiner Krankenkasse bezahlt werden müssen, die aber etwas mit unserer Kultur, der Art und Weise, wie wir leben, zu tun haben.
Und dann meines Erachtens müsste es sehr viel mehr Öffnungen und Verschränkungen geben. Und wir brauchen natürlich einen weiteren Gesundheitsbegriff, sonst landen wir nie dort. Und unsere Gesundheitskosten. Aber jetzt, Herr Egloff, jetzt können Sie Konter geben. Ja, also ich verstehe Sie weitgehend. Es ist so, dass das Begriffspaar Gesundheit und krank auch wieder so etwas Binäres ist, das hilft uns zu orientieren. Aber in Realität, auch da gibt es konfigurierende Bereiche. Er hat gesagt, man kann todkrank sein und dennoch sich recht gesund, zum Beispiel psychisch fühlen. Also da brauchen wir eine Differenzierung. In der Medizin wird Krankheit so formuliert oder kann Krankheit so formuliert werden, passen Sie auf, dass ein Mensch an etwas leidet oder seine Umgebung leidet an dem, was der Mensch hat. Also der erste Teil ist viel häufiger. Also Krankheit wird definiert dort, wo gelitten wird. Und ganz ein wichtiger Punkt möchte ich noch rot unterstreichen. Diese psychosomatischen Störungen sind absolut reale, physiologische Leiden, nicht irgendwie kulturell bedingt oder eingebildet, sondern absolut reale Leiden, auch wenn sie schwierig organperspektivisch zu objektivieren sind. Klammerbemerkung zu. Und dieser Begriff des Krankseins definiert durch die Leidensperspektive, also diese Subjekthafte, die hat Gehalt. Zweiter Punkt, dass aber auch die Umgebung leidet. Es gibt gewisse psychiatrische Störungen, da fehlt die Krankheitseinsicht. Also wenn ich ein wirklich krankhafter Narzisst bin, fehlt mir vielleicht das Vermögen, mein Leiden zu sehen, aber die Umgebung leidet. Also das ist die Definition, wie ich sie in meinem Medizinstudium mitgenommen habe, Leiden definieren Krankheiten. Ja, Sie haben jetzt einen schönen Taschenspielertrick verwandt. Dass Sie gesagt haben, mit der Kultur ist es ganz gut. Ich sage Ihnen jetzt als Mediziner, was objektiv ist. Genau diese Objektivitätsbehauptung der Medizin ist aber genau Bestandteil unserer Kultur, die einem gewissen naturwissenschaftlichen Weltbild eine Dominanz zugesteht. Eine Moderatorenfunktion, vielleicht auch eine Ordnungsfunktion, natürlich eine Ordnungsfunktion. Und ich würde genau bestreiten, ich glaube, Westeuropa sind eines der wenigen Länder, wo Medizin betrieben wird, die sich selbst nicht als kulturelles Phänomen wahrnehmen. Das ist doch erstaunlich. Aber Sie haben sich an meinen Vortrag erinnert. Ich habe die kulturelle Entwicklung der Medizin dargestellt und das stellt niemand in Frage. Die Medizinhistoriker in allen Städten der Schweiz kümmern sich genau um diese kulturelle Entwicklung. Etwas Zweites, in Ihrem Vortrag kam sehr schön hinzu, dass man zu der Krankheitsperspektive auch das Salutogenetische einbinden soll. Da bin ich auch mit Ihnen voll einverstanden. Das geschieht aber auch. Jede Anamnese fragt nach Ressourcen. Oder es gibt Institute der Sozial- und Präventivmedizin, Public Health, die auch in der Population, in der Bevölkerung nach diesem Gesunden und der Bewahrung des Gesunden suchen. Ich habe noch nie einen Patienten erlebt, der gesund zu mir kam und wollte noch mehr gesund werden, aber alle haben indirekt die Gesundheit im Blick, weil sie leiden. Das ist völlig richtig. Wir sind natürlich alle Mitglieder der Kultur, die wir reproduzieren. Das bestätigen Sie wunderbar. Also Sie bestätigen mit jedem Satz eigentlich das, was ich eben davor gesagt habe. Aber ich muss Sie doch in einem Punkt noch korrigieren, weil das eines meiner Lieblingsthemen ist. Das ist wie früher an der Uni, oder? Weil das eines meiner Lieblingsthemen ist. Es stimmt ja gar nicht, dass wir eine obere Grenze der Gesundheit haben. Wir haben seit Jahren doch eine ziemlich intensive Enhancement-Diskussion, wo es ganz deutlich darum geht, eine Verbesserung vorzunehmen, also über den Status quo hinaus. Und gerade in der Schweiz gibt es da eine intensive Diskussion drüber. Wir haben jetzt bei der ganzen Digitalisierung der Medizin, wird das nochmal anders gestreamt. Das heißt, die Idee einer Maximierung der Gesundheit und nicht hingehen und sagen, ich bin gesund, das ist auch wieder so eine eigenartige Scheinobjektivität. Ich könnte definieren, was Gesundheit ist und dann bin ich zufrieden. Nein, Gesundheit ist ein relationaler Begriff und ich kann ihn immer weiter steigern. Ja, also da braucht es wieder einen gesunden Menschenverstand und ein Gefühl für das normale Empfinden. Diese Enhancement-Kultur führt ja selber zu einem riesen Stress, Leistungsstress und wieder zu Leiden. Also irgendwo ist die Wahrheit in der Mitte und auch zwischen uns. Nein. Oh nein. Oh. Sie merken, das geht hier ewig weiter. Ich bin aus Prinzip disharmonisch.
Kommen Sie, weil, Herr Eckloff. Er beißt jetzt noch den nicht. Sie haben den nächsten Trick gemacht. Sie haben bisher auf der Objektivitätsschiene gefühlt und dann jetzt haben Sie an den gesunden Menschenverstand appelliert und haben gesagt, wir müssen ein Gefühl dafür haben. Ich denke, wenn, dann müssen Sie die objektive Linie durchziehen. Und ansonsten würde ich sagen, das, was wir diskutieren, wir beide auch, sind, wir sind Mitglieder einer Kultur. Wir sind in einem System von normativen Vorstellungen, auch was Gesundheit und Krankheit betrifft, hineingewachsen. Das haben wir nicht selber erfunden. Und wir bewegen uns in diesem normativen System. Ich wahrscheinlich an einer etwas anderen Ecke als Sie. Ich glaube auch nicht, dass wir furchtbar weit auseinander liegen. Ich frage mich aber einfach, was gibt es für innovative Potenziale? Wo können wir eigentlich auch für die medizinische und aus einer medizinischen Perspektive, wozu ich nicht sagen kann, weil ich kein Mediziner bin, wo können wir etwas entdecken? Und wo können wir vielleicht auch Perspektiven eröffnen, wo wir, wenn wir zu eng in einem System sind, immer vor die gleiche Wand laufen? Noch eine Replik, Herr Eugloff, und dann... Genau, also es ist aber so, die steht Ihnen noch zu. Wir müssen schnell studieren, an welchem Kongress wir hier sind. Es ist ein Kongress über Psychosomatik, wo genau diese beiden Perspektiven zusammenkommen sollen, des Objektiven und des Subjektiven. Und unser Fach engagiert sich ganz stark, dass diese Diskussion, die er nun zwischen mir aufgesplittet hat und ihm, eigentlich aufhört. Und wir zu einer neuen Ebene führen, wo wir ohne dieses Kompetitive einen sachlichen Bezug haben für die subjektive Realität, auch über Empathie und weiß nicht was, und unsere Pflicht auch tun als Ärzte mit objektivem Sachverstand. Das war ein Schlusswort. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, Niklaus Eckloff und Frank Matwig.